Und willkommen zurück zu Let's Play unterwegs in Düsterburg. Oh, meine erste Aufnahme 2012. Sehr schön. So Leute, und wir wollen doch mal hoffen, dass es nicht zu einem Fail wird hier. Also, ich bin bemüht, jetzt mal den richtigen Weg zu laufen. Es gibt da noch einen Weg, den ich mir nicht angeschaut habe. Und ich hoffe, ich laufe jetzt ungefähr richtig. Und zwar ist es doch viel einfacher, wenn man da runterläuft. Moment, was war da rechts nochmal? Ne, da war ich schon oft, da bin ich mir sicher. Hier unten war ich auch schon mal, aber da gab es noch einen Weg. Ja, genau, das sind diese Statuen, das rechts da, da kommen wir auch nicht ran, das hat Wolf damals schon probiert. So, wenn wir jetzt da links gehen, dann haben wir diese nervigen Statuen quasi umrundet, sozusagen. Wir müssen uns also gar nicht auf die einlassen. Was war oben? Das ist... Moment, das kenne ich jetzt... Hier ist eine Vertiefung. Da würde meine Laterne reinpassen. Ja, mach mal. Wir haben die Laterne abgelegt. Schaut gut aus. Das ist eigentlich nicht der Weg, wo ich hin wollte. Aber gut. Es bringt uns allerdings auch nicht weiter. Pack deine Laterne wieder ein und lass uns was anderes versuchen. Ich darf meine Laterne nicht vergessen. Okay, ich darf hier auch nicht weg. Okay, das war einfach nur... Ja, schön gemacht, ne? Da ist natürlich nichts. Ja, der Schalter, ich weiß nicht, ob ich ihn benutzen soll. Komm, ich benutze ihn mal. Ich liebe Schalter. Deine Gefühle bringen uns noch in Teufelsküche. Ja, komm, wir betätigen hier. So. Aha, was ist denn das? Na, noch irgendwas zu motzen? Vorerst nicht, Schatz, aber wir wissen ja auch nicht, ob dieses Ding gut oder schlecht für uns ist. Jetzt würde ich doch gerne nochmal die Lampe drauf machen. So, nu. Muss doch irgendwas... Ach komm, das muss doch irgendwas bedeuten hier. Warte mal, ich leuchte das nochmal ein bisschen an. Vielleicht ein bisschen warten. Ja, also wie gesagt, eigentlich wollte ich unten den Gang weiter nach links. Da war ja dieses Feuerschwert und da ging noch ein... Gang weiter nördlich, wo ich noch überhaupt nicht war. Okay, gucken wir uns jetzt erstmal das genauer an. Was? Hä? Jetzt hat das auf einmal irgendwie reflektiert. Ich glaub, also irgendwie check ich's nicht, ey. Das ist doch jetzt wieder nur so... Ist das jetzt wieder nur eine Verarsche? Kann ich irgendwas anderes noch machen? Ja, es zeigt mir dieses Licht hier an, aber... Wenn ich jetzt eine Schaufel hätte, ne... Ah, ich muss immer Return drücken und er zeigt mir den wahrscheinlich sicheren Weg. Oh Gott, aber den muss ich mir dann merken. Okay, kurz vor dem Skelett nach oben. Wir versuchen es einfach mal. Und dann nach links. Oh nee, komm. Okay, da hört es auf. Ja. Ja, ich hab's kapiert. Glaubst zumindest. Ja, super. Was mache ich dann da unten? Ich glaube, jetzt sind die Laterne wieder. Wir probieren das Ganze mal. Oh, Mann, das... Oh, nee, oder? Okay, komm, wir probieren es. Und was mache ich hier jetzt? Sieh mal! Einer an, ein versteckter Durchgang. Hey, geil! Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das ist der sichere Weg, wo ich eh hin wollte, glaube ich. Na, mal schauen. Das könnte... Ja. Ja, genau, da unten ist nämlich die Sache mit dem Feuerschwert. Unser ultimativer Tod. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde wieder zwei Wege. Links oder rechts? Okay. Links oder rechts? Wir gehen jetzt einfach mal rechts entlang. Da scheint... Aha, da in der Mitte scheint was Neues zu sein. Ich traue mich kaum hier weiterzulaufen, echt? Da könnte doch... Passiert doch sicher gleich wieder was. Das sieht doch... Sieht das farblich nicht ein bisschen anders aus? Ach, ich hab... Jetzt kriege ich schon Paranoias hier. Ah, hier kann man auch nirgendwo hintreten, ohne irgendwas auszulösen. Okay, und nun? Das ist so ein langer, weiter Gang. Nicht, dass da wieder so eine Indiana-Jones-Kugel kommt. Okay. Noch ein weiterer Weg. Entweder da rechts runter oder hoch. Ich gehe mal runter. Mann, oh Mann, was für ein Dungeon, hey. Ah! Okay. Keine Ahnung.
es wird wahrscheinlich gut gewesen sein, dass wir den linken Weg genommen haben wegen irgendetwas. Heiliger Strohsack! Nein. Das hatten wir doch schon mal. Ich will nicht. Jetzt, wo wir schon mal da sind, ich weiß nicht, soll ich jetzt schnell wegrennen oder soll ich mir das nochmal angucken? Ich renn weg. Nicht schon wieder. Ah, da bleibt man immer hängen an den scheiß Stein. Mama, nein. Uiuiui, okay. Eieiei. So, ob ich jetzt nochmal hoch sollte? Kann ja nichts machen, oder? Vielleicht ist da jetzt was bei der Kugel. Sollte jetzt nichts mehr passieren. Da hatte ich aber echt Glück, hey. So. Ne, da ist nichts. Lieber mal gucken. Aber umso besser, dann, Leute, gibt es wirklich nur noch einen einzigen Weg. Das ist faszinierend. Wir sind wirklich komplett die falschen Wege erstmal abgerannt. Aber gut, ich meine, wir wollen doch alles vom Spiel sehen, ne? Kein Problem. Hauptsache, wir wissen jetzt hoffentlich, wie es weitergeht. Denn da in diese Richtung. Oben oder unten? Mal nach unten, das scheint mir... Mist, das führt zu dieser Leiter. Leiter könnte natürlich Ebenenwechsel bedeuten. Dann wäre das hier nochmal eine Falle. Aber ich habe... was ist... Oh Gott. Ne, also da gehe ich nicht hin. Nee. Das sieht zwar nach einem System aus, dass man, ja, umgehen könnte. Also, man könnte eventuell da hinkommen, aber nö, Leute, echt nicht. Kein Bock. Ich gehe erstmal gucken, was da ist. Oh! Oh! Okay. Ich schätze, das waren früher mal eingelegte Heringe. Das muss duften. Leer. Getreide für schlechte Zeiten. Hat schon bessere Zeiten gesehen. Der Abfall ist seit 20 Jahren nicht mehr vor der Tür gebracht worden. Also hier ein Speicherpunkt, das wäre göttlich. Die Kette ist fest in die Wand eingelassen. Ich kriege sie da nicht raus. Ja, warum solltest du auch? Ein Vorratsschrank. Leider ist davon nichts mehr zu gebrauchen. Nur Staub und Spinnweben. Okay, hier ist anscheinend echt tote Hose, aber vielleicht finden wir noch was. Ich bin ja mal schon froh, dass wir mal was anderes sehen, wie diesen Höhlenkomplex. Wein, der dürfte mittlerweile die richtige Reife haben. Und er nimmt sich nichts mit, dieser Trottel. Okay, schieben. Ah ja, tatsächlich schieben und es wird heller. Komm noch. Ah, okay. Und es sieht auch irgendwie einladender aus. Ich sehe hier Käse. Außer Wanzen und Läuse ist nichts zu holen. Komm, Käse. Käse ist immer gut. Hallo, Käse? Nein? Schade. Da oben habe ich eine Zelle gesehen, da ist bestimmt jemand drin. Was auch hier drin gewesen sein mag, es ist eingetrocknet und klebt nun am Boden des Krugs. Schön. Schleim. 5 Jahre im Eichenfass gereift. Die Kiste ist leer. Hier muss doch irgendwas geben. Reis. Das stinkt ja mal wieder. Okay. Nur nützloses Gerümpel. Schleim. Und ich sehe da oben tatsächlich einen Speicherpunkt. Ich werde wahnsinnig. Das ist sehr schön. Lasst ihn mich auch benutzen, aber... Aber hallo! Das ist der Vorratskeller des Schlosses. Nun gilt es, vorsichtig zu sein. Wir sind schon im Schloss? Was ist mit den 3 Ebenen? Oder... Ach, das... Nee, das kann nicht sein, oder? Wir können doch noch nicht... Wir können doch nicht schon da sein. Noch vorsichtiger? Wir sind schon im Schloss? Bin ich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Weil dann würde ich mir doch nochmal den Höhlenkomplex anschauen. Dieses, Feuerdingens. Ein nutzloses Gerümpel. Schleim. Ja, das wissen wir schon. Da geht es eine Leiter hoch und das oben könnte nochmal ein Schrank sein. Oder ist das eine Tür? Ne, das ist ein Schrank, ne? Das stinkt so sehr, da will ich gar nicht wissen, was drin ist. Ach, schade. Im Bett liegen überall kleine grünliche Fleischfetzen rum. Die bewegen sich ja. Okay. Yo, ja gut, da gucke ich mal ganz kurz nach oben, ob da wirklich dann das Schloss kommt. Ach, hey, tatsächlich. Interessant. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir kommen da noch in eine weitere Stufe von dem... von der Höhle. Gut, wir haben gespeichert, dann kann ich mir jetzt mal bedenkenlos
dieses Flammendingens anschauen. Vielleicht gibt es ja noch was für uns außer den ultimativen Tod. Wer weiß. Ansonsten, glaube ich, waren wir echt überall. So. Das geht ja immer abwechselnd. Also wenn ich aufpasse, sollte es hinbekommen. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Okay, das könnte anstrengend werden. Tote beleben erstmal. Das war sehr knapp. Und dann macht Tarius. Okay, das sieht irgendwie buggy aus. Ich glaube, da mache ich lieber die Allheilung, weil wenn die sich da ansammeln, diese Feuerflammen, dann ist das Quatsch. So, ist das dann angenehmer? Komm gleich nochmal. Und jetzt versuchen wir da durchzukommen. Ja, ja, ja. Boah, das Spaß ja gerade so weiter. Ja, okay, 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 okay. Jetzt habe ich es wieder. Jetzt habe ich es wieder, jetzt habe ich es wieder. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, das ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. So, erst nochmal heilen. Muss ich jetzt nach links wieder? Ja, okay. Oh, nee, jetzt ist da wieder ein. Da! Ich renne voll rein. So. Meine Fresse. Also, wenn da nichts Besonderes beschützt wird, ja? Gut, wir haben ja gespeichert, was soll's. Nochmal Heilung. Ja, da geht sie drauf. Ich hoffe, das reicht überhaupt mit den ganzen Magietränken und so. So, ich glaube, ich habe hier einen Ruhepunkt. Da kann ich nochmal gucken. Okay. Ah, ja, ja, das ist aber ganz schön mies hier. Aber es wird sich lohnen. Also wenn das jetzt hinten sind, dann werde ich echt böse. So, wir fangen mal mit dem Links da an. 4 Elixiere gefunden. Yes. Und was haben wir hier? Eine Armbrust. Wespennest. Wespennest? Okay, eine Armbrust haben wir gefunden. Und 3-mal Riechsalz. Ja, sehr geil. So, hat sich also doch gelohnt. Gucken wir uns mal die Armbrust an. Wespennest. Armbrust verschießt ein Dutzend kleiner Pfeile. Das klingt interessant. Es macht zwar, es ist zwar nicht besser, aber dieses Dutzend klingt noch besser als unsere Repetierarmbrust. Wir probieren das einfach mal aus. So. Ach man, der ist so nackig, der Kerl. Ja, egal. Die hatte ja auch einen neuen Stab bekommen, ne? Genau. Das war der hier. Okay. War noch sonst noch was im Menü? Nee, ich muss jetzt wohl oder übel zurück. Irgendwie mit einem Schalter das Mist ausschalten jetzt, wenn ich es geschafft habe? Anscheinend nicht. Schade. Da vielleicht? Wäre ja zu schön. Okay. Ja. Ich glaube, das kommt aus diesem Stein da raus. Kann ich da nichts machen? Nee. Also los. Ja gut, zurück geht ja ein bisschen einfacher, merke ich gerade. Ah, fast. Fast geschafft, naja. So, lieber nochmal heilen. Zurück ist ja nicht so das Problem. Trotzdem ein bisschen aufpassen muss man schon. So. Ach, das war nicht so toll. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Meine Güte. Also mich würde mal interessieren, wie das abgehen würde, wenn man dieses gewisse Item hätte, von dem ein Kommentar schrieb. Dann alle Fallen deaktiviert sind oder ob man sofort sieht, dass das eine Falle ist, würde mich mal interessieren. Aber egal, wir sind jetzt endlich da draußen. Ich weiß nicht, ob da noch, ob wir da jetzt noch in weitere Ebenen kommen oder ob es das wirklich war. Auf jeden Fall jetzt erstmal schön gemütlich bei Untoten abhängen. Okay. Und erstmal auffrischen, würde ich sagen. So, sind wir jetzt wieder fit? Ja, circa. Dann jetzt noch... Ah, schön, dass wir jetzt so viel Elixiere haben. Die werden uns sicher noch den allerwertesten retten. Nur mit den Magietränken, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Aber ich muss jetzt wieder ein paar nachfüllen hier. Na komm, dankbar gleich nochmal. Nochmal. Ah, das tut schon weh. Nur noch 8 Stück. Ein Shop oder so wäre jetzt bestens. Klar, man könnte nochmal rausrennen, komplett. Aber ich habe eigentlich gar keine Lust drauf, ehrlich gesagt. So, hier haben wir Zombies. Und 2 Möglichkeiten, links oder rechts. Ja, gut, wir machen einfach mal die Zombies, würde ich sagen.
Oh Daifi, oh Daifi, oh Daifi, was soll ich nur tun? Kein Salz, kein Salz, kein Salz. Wie meinen? Was? Oh, entschuldigt bitte, Meister. Ich bin ganz verwirrt. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich bin euer ergebenster Diener. Kein Problem. Jetzt schnauf erstmal tief durch und dann sag mir, was dich so in Rage versetzt. Ach, Herr Großvisier. Einen Moment bitte. Okay, passt schon. Herr Großvisier, wir hatten Salz bestellt für das Gelage heute Abend und stattdessen haben wir nur so eine übelriechende Flüssigkeit bekommen. Kann ich mal sehen? Aber natürlich, Chef. Hier, schnuppert selbst. Da klappen einem ja die Fußnägel hoch. Das ist Riechsalz, ohne Zweifel. Da mögt ihr wohl recht haben, hoher Herr, aber ich brauche kein Salz zum Riechen. Schmecken soll es. Wenn ihr wollt, nehmen wir euch das Ekelzeug ab. Würdet ihr das tun, Maestro? Ich muss euch leider den Betrag berechnen, den wir so Salz bezahlt haben, wegen meiner Haushaltsabrechnung. Kommt drauf an, was soll das so kosten. Also ist leider nicht billig. Also 100 Taler für die komplette Palette mit 10 Firulen. Ach, das ist doch ein Schnäppchen hier. Da hätte ich noch mehr geholt. Her damit. Riechsalz entstanden. Du hast nicht zufällig auch Magietränke, werter Zombie? Die meisten Gäste merken ohnehin nicht, wenn es etwas fad schmeckt. Der Geschmackssinn stirbt zuerst, was man auch in ihrer Kluft merkt. Okay. Ja gut, Riechsalz kann ja nicht schaden. So, ich gucke mich jetzt noch in dieser Ecke um. Oh, da unten ist ein Ausgang. Ist der Ausgang? Okay, wir haben hier einen Ausgang, aber ich werde mich natürlich noch rechts weiter umgucken. Schimmlige Handtücher und mit dem anderen Zombie spreche ich natürlich auch noch. Nur nutzloses Gerümpel. Nur nutzloses Gerümpel. Nein, ich weigere mich, den Deckel zu öffnen. Okay, da noch was. Nutzlos. Täuscht euch da mal nicht, Grandy. Ich sehe da hinten ein serapäisches Teeservice. Ihr könnt euch ja daran erfreuen, wenn wir das hier hinter uns haben. Ja, zu geil. Nutzlos. Okay. Jo. Also, wir haben da einen Ausgang und da rechts geht weiter. Freut euch auf den nächsten Part von Unterwegs in Düsterburg.